Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg besucht heute die Türkei, trifft dort Erdogan, und im Vorfeld dieses Besuches hat er bereits verlauten lassen, dass die Türkei ein sehr wertvoller NATO-Partner ist. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der oberste NATO-Chef meint also, die Türkei sei ein sehr wertvolles Mitglied. Das heißt, sämtliche Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg in Afrin, das gilt sozusagen, wenn es nach den Maßstäben der NATO geht, als sehr wertvoll. Die Aussagen des NATO-Generalsekretärs zu Erdogan sind ein offener Schlag ins Gesicht aller Demokratinnen und Demokraten in der Türkei. Die Aussagen des NATO-Generalsekretärs zu Erdogan sind ein offener Affront gegenüber dem Völkerrecht. Erinnern wir uns nochmal, Erdogan ist mit islamistischen Milizen Seite an Seite, unterstützt von deutschen Panzern, in die kurdische Region Afrin einmarschiert, in eine Region, wo Religionen gleichberechtigt und friedlich nebeneinander lebten, wo es eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gab und wo es demokratische Selbstverwaltung gab. Inzwischen hat es einen kompletten Austausch der Bevölkerung gegeben. In der Region Afrin herrscht Anarchie und es droht, dass diese Region eher zum Ausbildungsfeld für islamistische Terroristen wird. Und vor diesem Hintergrund muss man ganz klar sagen, die Syrien-Politik der Bundesregierung und die Syrien-Politik der NATO sind ein großes Sicherheitsrisiko. Denn immerhin hat die Bundesregierung es nicht geschafft, das klar zu verurteilen, als noch Zeit war, und im Gegenzug, es hat weiterhin Panzerdeals mit Erdogan gegeben. Die Situation in Syrien ist verheerend und besorgniserregend. In Syrien herrschen seit 7 Jahren Krieg. Es gibt inzwischen über 500.000 Tote. Nun ist es zur Eskalation gekommen durch die Bombardierung von Frankreich, England und den USA. Es droht also auch auf dem Feld von Syrien, nachdem es dort seit Längerem eine Art Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der syrischen Bevölkerung gibt, der verschiedenen Großmächte, droht nun eine direkte Kriegseskalation zwischen NATO-Staaten und Russland, zwischen den USA und dem Iran. Und wir als Linke haben dazu folgende Forderung. Erstens, es braucht sofort eine UN-basierte Aufklärung der mutmaßlichen Giftgaseinsätze. Zweitens muss es einen Rückzug der Bundeswehr komplett aus der Region geben, weil es kann nicht sein, dass die Bundeswehr verwickelt wird in einen dort möglicherweise eskalierenden Krieg. Und drittens muss ein Friedensplan entwickelt werden in der Sprache der Diplomaten. Eine außerordentliche UN-Vollversammlung muss zusammenkommen, um eine Roadmap für Frieden und Demokratie in Syrien zu entwickeln. Ich sage das in dem Wissen, dass gerade das Letzte unglaublich schwer ist, weil sich nicht zuletzt der UN-Sicherheitsrat gegenseitig blockiert. Aber nur weil das, was richtig ist, unglaublich schwer ist, sollte man nicht voll Energie ausgerechnet das denkbar Falscheste machen. Und jetzt in Syrien auf noch mehr Bomben und mehr Krieg zu setzen, ist der denkbar falscheste Weg. Es mag einem gefallen oder auch nicht, aber ein Friedensprozess in Russland und Sicherheit in Europa werden nicht ohne Russland gehen, sondern gehen nur mit Russland. Und vor dem Hintergrund finde ich höchst fahrlässig, wie der deutsche Außenminister Heiko Maas agiert. Ich mag ja noch verstehen, dass er ein gewisses Bedürfnis hat, sich zu profilieren und aus dem Schatten seiner Vorgänger als neuer Außenminister zu treten, aber das darf nicht zulasten der Sicherheit in Europa stattfinden.